Also wie gesagt, die Vase können wir nicht nehmen, weil er irgendwie... Noch Der mag mehr kein Porzellan. Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber? Hier schaut er bloß. Und da geht's hoch. Okay. Meine erste Idee, ich würde das Ding gerne auf den Baumstumpf legen und mich da hinsetzen. Ich könnte ihm ein Kissen geben. Schau mal, dann liegst du doch bequemer. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Ich versuch's und bis dann. Okay, ich habe jetzt ein Kissen. Für was habe ich jetzt ein Kissen? Einfach weil ich will es versuchen. Es muss einfach wenigstens einmal Ich probiert kann werden. das Kissen nicht damit benutzen. Und ob ich das kann, ich kann das herauflegen. Klebriger Teerersatz. Kann ich da irgendwas klebrig machen? Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Es war schwierig genug, ihn hierher. Ja, gut. Will ich irgendwas kleben? Nee, und selbst wenn, ich habe ja Kleber. Aber jetzt hat ja der arme Barmann hier einen Hocker ohne Kissen. Ist natürlich auch nicht so schön. Aber damit passiert weiter nichts. Hier kann ich mit dem Kissen vermutlich auch nichts machen. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Ich würde ihr das Kissen gerne ins Gesicht drücken. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Warum ist da überhaupt ein Bullauge? Hat das was zu bedeuten oder? Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Von der Form schaut es aus, als würde sie perfekt reinpassen. Komme ich an das Ei? Wenn ich vielleicht eingecremte Hände habe? Oder vielleicht mag der Hund das Kissen. Ist zumindest eine Möglichkeit. Das will ich nicht schmieren. Dachte ich mir. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Ja. Irgendwas sagt mir, ich will noch mal zum Hund auf den Friedhof. Ich fand ihn einfach süß. Guck mal, Schnucki. Du bist ja schon ein alter Hund. Willst du vielleicht ein Kissen? Ich kann ja auch mal hier. Das ist Ich super glaube nicht, dass bequem. er das mögen würde. Ich bin mir sogar hundertprozentig sicher, dass dieser Hund dieses Kissen liebt. Werkbank. Die hatte ich vorher auch übersehen. Es ist eine Schleck- und Kleckerwerkbank. Ja. Und weiter. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Meine Tofu-Maske wird hier nichts ausrichten können. Ich dachte, ich kann vielleicht ein bisschen dran weiter basteln.
Das braucht nicht angebohrt zu werden. Irgendwas muss doch auch noch mit dem Hund sein. Es ist ein stinkender alter Hund. Magst du Wasser? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Immerhin hat er meinen Keks schon gegessen. Was anderes kann ich ihm auch nicht geben. Kann ich den Meißel an der Werkbank benutzen? Als ob ich... Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ich habe nicht gesehen, dass ich den Hammer auch nehmen kann. Kann ich damit vielleicht gegen die Palme schlagen? Oder kann ich damit nicht den Nagel aus der Wand klopfen? So vom... Da war ich zu schnell. So vom Ding her. Auch wenn es ein Gummihammer ist. Ich schätze mal, das wird jetzt in so einem Spiel nicht so wichtig sein, oder? Das Bild ist kaputt gegangen. Ah, das tut mir leid. Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. Der Zauberstab! Ja! Und ich sehe auch den Nagel. Was? Ich frage gar nicht. Ich freue mich. Nimm den Nagel. Auch wenn ich nicht weiß, wofür. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Kann ich den Nagel auf den Hocker legen und dann das Kissen wieder drauf und irgendjemand setzt sich rein? Oh, das wäre so lustig. Wer weiß? Ich glaube nicht, dass das Porträt dort gut aussähe. Naja, aber die Frau findet es ja auch komisch. Ein Nagel. So, dann würde ich aber auch gern versuchen, ob ich mit dem Hammer vielleicht einmal fett gegen die Palme schlagen kann. Versuchen muss ich es einfach. Okay, dann muss erst hierher. Es ist jetzt nicht so abwegig. Das Ei würde auf dem Boden zerbrechen. Nee, würde es nicht. Siehst du, schon zwei Rätsel gelöst. So, dann wieder ins Hotel. Weck mal erstmal den Barmann auf. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Mach mal. Ex und Hopp. Aber er wird jetzt sehr, sehr müde, oder? Oh, viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Oh, danke schön. Na, okay. Brauche ich aber nicht den Vulkan. Ist ja nichts gegen Sodbrennen. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Mhm. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst... Schwimmt unsere Nadel vielleicht in der Flüssigkeit? Aber es hat seine ganze Popularität verloren, nachdem die regelmäßigen Eruptionen von Mount Sodbrand aufgehört hatten. Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja, ich weiß. Das Meistersuppe-Imperium ist gerettet.
Na, ein Glück. Das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous, wie je soir? Ein dramatisches Musical über eine talentierte junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Ich möchte einen Drink, bitte. Verlorener Ring. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Minestrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung. Ich muss auf den Friedhof. Ich hab nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Das mit der Totenkopfinsel. Oh, das ist einfach. Frage später. Ich wollte gerade gehen. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Bald wird jedes Zimmer des Hotels ausgebucht sein. Alle, vielleicht kommen wir bis ja jetzt. Auf dieses eine Zimmer. Das Zimmer mit dem Gast, der niemals ging. Wird das gruselig? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes Gefühl von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann, eines Nachts, hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Ich will da rein. Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Oh Mist. Würde ich jetzt ungern, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Raffiniertes Schuss Eiche. Nebenhöhlen befreit. Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Was? Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Nehme ich. Den Drink nehme ich natürlich auch. Papa Pisu, hier hast du deinen Becher zurück. Ich guck mal ganz kurz, ob ich nicht in das Grab einbrechen kann. Mit Hammer und Meißel kann man auch so eine Gittertür bestimmt einfach aufbrechen. War, meine ich, hier. Können wir das nicht aufhebeln? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Du bist so doof. Rübe frei. Oh Gott. Kann ich dagegen klopfen? Kann man nicht damit benutzen. Kann ich hier noch irgendwas? Skeletthaken. Man übersieht hier so viel. Ich habe bereits genug Skelettanhängsel.
Und wenn wir das austauschen? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Können wir nicht. Ich will ja eigentlich auch nur den Haken. Das will ich nicht durchschneiden. Wie morbide. Oh, ich habe eine Idee. Kann ich mich mit dem Regenschirm hier einhakeln? Damit ich da hochkomme? Na, siehst du. Nein. Was ist da drin? Voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Würde ich nehmen. Kann ich da unsere Nadel reinlegen? Ich möchte das nicht feststecken. Dann eben nicht. Aber da bleibt jetzt offen, ja? Habe ich irgendwas, damit ich dieses Zuckerwasser mitnehmen kann? Kann ich es anbohren, dass es tropft und dann zünde ich es an und jag die Mühle in die Luft? Das braucht nicht angebohrt zu werden. Okay. Nein. Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Also wenn wir irgendwas in die Richtung haben, kommen wir da jederzeit hoch. Aber sonst ist da aktuell nichts. Am Strand haben wir, denke ich, gemacht, was wir machen konnten. Ich würde noch mal im Dorf schauen. Aber hier ist nichts. Na gut, im Dorf ist aber nichts zu tun. Ich habe herausgefunden, dass ich in die Gruft muss. Getan habe ich nichts. Habe ich Ziertotenköpfe? Habe ich von auch nicht gesehen. Kann ich die mitnehmen? Nein. Oh, komm wenigstens ein. Also wir kriegen das hier immer noch nicht. Mit dem Nagel? Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Kann ich die Flasche zerschlagen? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Die Flasche ist verschlossen. Also die... Die Flasche ist verschlossen. Kann ich die Figur kaputt machen? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Kann ich die vielleicht ummeißeln? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Okay, nee. Wir haben wieder ein ziemlich volles Inventar und ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Das ist eine Statue von Myron, dem Gott der Petersilie und anderer Garnierungen. Wenn du das sagst, kann ich mit dem reden? Nein. Danke. War eine deutliche Antwort. Ist in Ordnung. Wie kommen wir in die Gruft? Und eigentlich will ich auch hier oben in das Zimmer... Dass er ja nicht mehr will. Hier rein. Sie ist verschlossen. Ja, weiß ich ja. Ich würde da voll gern. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Aber warum kann ich denn mit dem Meißel das blöde Türschloss nicht aufbrechen. Das muss doch gehen. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Ja,
Bequem. Ja. Ich habe auch immer noch das Kissen. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Keine Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Ja, Entschuldigung. Durch das Fenster komme ich auch nicht. Fehlt nicht noch ein Ort. Nicht, dass ich wüsste. Also ich sehe keine Fragezeichen mehr. Nein, nicht mal dann. Warte. Also hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier waren wir. Oh, hier war ich tatsächlich. Ist das windig hier oben? Okay, es ist windig. Wäre vermutlich nicht schlecht, das Ding wieder anzumachen. Sie konzentriert das Licht zu einem Leuchtfeuer für vorbeikommende Schiffe. Sowas erfüllt einen Mann mit Stolz. Ein Laternenhalter. Dahin würde der Leuchtturm strahlen, wenn er Licht hätte. Bei all diesen zerbrochenen Fenstern ist es kein Wunder, dass das Licht ausgeblasen wurde. Ja. Er ist zerbrochen. Also wir brauchen einen Spiegel und wir brauchen irgendwas, was uns Licht spendet. Guck mal, der glänzt doch. Das benötigt keinen Goldzahn. Okay. Sonst... Der Spiegel ist zerbrochen, die Linse geht noch und die Laterne fehlt. Aber hier zieht sie auch rein. Haben wir hierfür schon irgendwas dabei? Auch nicht wirklich. Mit dem Fett könnte man wahrscheinlich wirklich eine Lotion. Irgendwie eine Laterne machen. Oder mit dem... Siehst du, das Glas habe ich auch schon wieder vergessen.